ihren V drücken. Kommen wir zum Vortec. Es ist der Targeting System. Den Vortec unterstützen Sie sich oder VATS. VATS zeigt die Trefferwahrscheinlichkeit ebenso wie den Zustand jedes Körperteils an. Maus 1, Ihr Ziel angreifen. Maus 2, Angriff abbrechen. E, Ihre Aktion akzeptieren. Links klicken Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um ein anderes Ziel umzuschalten. Die Anzahl der Angriffe, die Sie starten können, ist von Ihrem Aktionspunkten abhängig. Oh. Ach so, ach ja, ich verstehe. Damit ist die Kakerlake nicht tot. So schon. Was ist jetzt? Gute Arbeit. Eine Rat-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Gut. Hey, Jonas. Mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Lächeln! Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Gibt es irgendetwas? Ja, ich würde erst mal wissen, was das ist. Der Generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Schon, aber ich weiß nicht, woher. Müssen wir hier sterben in der Vault, wenn wir nie rauskommen? Ja, ich weiß die Antwort ja schon irgendwo. Wer weiß, vielleicht habe ich das Spiel schon. So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ja. Aber stimmt das, Papa? Wurden wir alle in der Vault geboren? Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Na gut, dann könnten wir vielleicht ein bisschen über Mutti. Mutti. Man könnte ja Mutter oder Mama sagen, aber Mutti. Deine Mutter, Sie war sehr schön, aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz, sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Ach, sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, mein Junge, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Ja, speichern. Futur imperfekt. Ja. Irgendwie kenne ich das aus dem Deutschunterricht, aber naja. Wie du meinst. Tschüss. Ah, tschüss. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Bye.
beim Geomaterial. Wir nehmen vorher noch alles mit. In so ganz dreiste Menschen eingeräumtes Zitat. Ja, das können wir nicht öffnen. Medizin. Sie haben eine Wall-Tech Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Medizinfähigkeit und Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Gut. Oh. Und wer kommt? Es kommt niemand. Medizinische Unterlagen sind streng vertraulich. Ja, dann gucken wir da auch nicht rein. Freddy Gomez. Freddys VDS wird immer schon an den meisten Tagen, kommt er gar nicht erst aus dem Bett. Wenn es ihm doch einmal gelingt, steckt er seine Unsicherheit und sein mangelndes Selbstwertgefühl hinter der Maske des Brutalos. Das medizinische Protokoll von Wall-Tech schreibt vor, dass Angsthemmer bei Wall-Tech Depressionssyndrom VDS zu verschreiben sind, aber soll ich den armen Jungs denn für den Rest seines Lebens von Chlorpromazinen abhängig machen? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Freddy. Stanley. Stanley leidet weiterhin an schweren und chronischen Kopfschmerzen. Ich füttere ihm Aspirin-Tabletten wie Bonbons. Ich möchte ihm aber nicht gerne stärkere Mittel geben. Er schiebt das auf die Beleuchtung seines Quartiers. Überanstrengung der Augen macht das Problem zwar schlimmer, aber ursächlich für die Kopfschmerzen sind Überarbeitung und Schlafmangel. Wie ich ihn kenne und angesichts des Zeitpunkts, den der Vorseher für ihn vorgesehen hat, wird sich das in nächster Zeit kaum ändern. Also gibt es weiterhin auf unbestimmte Zeit Aspirin. Amanda. Aber Marz hat der Aufseher darauf bestanden, bei Marz untersuchen mit im Raum zu sein, womit jeder Anschein des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient zur Farce wird. Ich weiß, dass er mir nicht traut. Er hat mir noch nie vertraut. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er deswegen dabei sein möchte. Weil er Marz nicht traut. Das ist nicht nur lächerlich, sondern wirklich traurig. Amanda ist ein tolles Mädchen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas Dummes tun könnte, Schwangerschaft, Syphilis oder was auch immer, so unwahrscheinlich, dass man gar nicht darauf eingehen sollte. Ja, das waren die vertraulichen Patientenunterlagen. Jetzt kommen wir zu vertraulichen Experimenten, die wir uns natürlich auch nicht angucken. Die Zellverwirrung läuft weiter normal, keine Mutation, Gott sei Dank. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was der Aufseher anstellen würde, wenn was immer dort draußen herrscht, in den Vault gelangen könnte. Ich habe dann noch ein paar Wasserchips geborgt und den Strom hier in der Klinik umgeleitet. Endlich konnte ich Einfluss auf die letzte Probe nehmen. Das ist wenig, aber angesichts der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, ist es eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Doch dieses Experiment ist noch aus einem weiteren Grund von monumentaler Bedeutung. Jonas hat mir zum ersten Mal geholfen. Er ahnt schon seit Ewigkeiten etwas. Daher das wohl, war das wohl unvermeidlich. Seine Hilfe war von unspätbarem Wert. Ich hoffe nur, dass er weiß, was er sich damit eingebrockt hat. Ja, und damit sind auch die vertraulichen Daten, die natürlich niemand hier gesehen hat. Guten Morgen. Geheim geblieben. Du bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Eigentlich, ja. Hey, 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 Kumpel. Ist schon ein Weilchen her, seit du bei uns warst. Morgen, Jonas. Heute ist der... Morgen, Doktor. Wie läuft's? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würde es einfach gerne im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Ja. Okay. Ich bin noch da. Ja. Na, wir nehmen alles mit. Können wir bestimmt irgendwas brauchen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich heute... Du weißt, was gut für dich ist. Gehst du uns aus dem Weg? Ersatzteile besorgt? Ja, ne? Hey, das geht nicht. Warten. Schein macht dich Spaß. Was geht hier? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Also, weißt du, lässt dich mit dir dauern und deine Gang kümmern. Sprache 70%. Vielleicht hast du recht.
Wir kümmern uns später um sie. Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese kleine Zicke ist unsere Zeit nicht wert. Was immer du... Na gut, gehen wir. Lass mich hin. Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Ruhe, Mann. Was willst du, Nerdboy? Sag mal, Lust, später einen Happen essen zu gehen? Ja. Klar. Wollen wir nach dem Unterricht zum Imbiss gehen? Großartig. Viel Glück beim GOAT. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Ja, ich bin einfach... Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Beeilung bitte. Die Geduld des Aufsehers ist begrenzt. Na dann. Ja, okay. Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Brudge. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Quantenharmonisator in die Photonenresonanz, er ist instabil. Ach ja, danke. Gleichfalls sagen Sie nix. Nein. Destabilisierung der Spaltungssingularität. Frage 2. Während Ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Amputieren den Fuß, bevor sich die Infektion ruft nach Hilfe. Sie rufen nach Hilfe. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Sie umarmen den Jungen, sie konfiszieren die gestohlenen Gegenstände. Sie stehen dem Jungen das Liebesgut. Sie bringen den Jungen in Sicherheit und melden ihn dann beim Aussehen. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Zugen Sie. Pitcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Nix. Sie schütten Ihren Großmutter den Tee. Sie fahren lieber einen am Minigun. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Ich nehme eine Haarklammer, ich bezahle einen Vault-Gewohner, ich gehe zum Waffenhaus, ich verschwinde nah, ich nehme eine Haarklammer. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Deine Kugel in den Kopf mit großen Dosen des antimutagenen Wirkstoffs beten. Sie entfernen die Mutation mit einem Präzisionslaser. Nein, Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comic-Bands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Tauschen den Comic-Band mit einem Anführer, wertvollen Besitztümer. Sie stehen dem Comic-Band mit vorgehaltener Waffe, sie schleichen ins Hauptquartier und stehen neben dem Comic-Band vom Schreibtisch. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... lösen die Schraube an einigen Rohren, legen einen Kneifrosch in die Toilette, das wird... und dann tauschen seine Hochdruckmedikamente gegen Zuckerpillen. Manipulieren die Stromversorgung eines Rasierers, damit er einen elektrischen Schlag benutzt. Nein, ich finde das mit dem Kneifrosch lustig. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101?
Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Das ist natürlich sehr schwer. Ist das der Aufseher oder ist das vielleicht der Aufseher? Punkt. Das ist der Aufseher. Ich nehme das. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Na dann, bin ich der Erste, der aufsteht. Oh Gott. Hör zu, du Spießer, ich hab dir bereits gesagt, dass wir uns nichts zu sagen haben. Ich glaube, ich wähle den Aufseher für die letzte Frage. Was hast du gewählt? Was? Bitte schön, Mr. Brown. Was willst du, Nerd?